Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du genug bist. Ich danke dir, dass wir eigentlich unser ganzes Leben lang Zeit haben zu erkennen, wer du bist und eigentlich niemals an diesen Punkt kommen, wo wir es wirklich verstehen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns anrührst, dass du unsere Herzen berührst. Du kennst uns, du siehst uns, du weißt, was wir alles mitbringen. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr erkennen dürfen, wer du bist, immer mehr erkennen dürfen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Sprich du zu uns, berühre uns. Lass uns einfach immer wieder diese Freude haben, deine Kinder zu sein. Und dass wir als diese Kinder, als deine Kinder in dieser Welt leben dürfen. Und Herr, ich will dir alles hinhalten und ich bitte dich, dass du mir hilfst, damit ich so reden kann, wie es dir gefällt. Ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir, dass du da bist und gerade Freude an uns hast. Amen. Heinz Dienter hat das gerade schon erzählt. Die letzten Male haben wir uns das immer wieder angeschaut. Nicht Leben als Verbinder, so wie das jetzt heute gerade heißt, sondern vielleicht kannst du es so sagen, Leben in Verbindung. Also die letzten Verse, die wir uns angeschaut haben von Paulus, da ging es darum, unser persönliches Gebet und auch wie wir in Fürbitte mit Gott Gemeinschaft haben können, wie das Gebet eigentlich durchdrungen ist davon, Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm zusammen, praktisch Partner auch so zu sein. Und dass im Gebet unser Fokus darauf ausgerichtet ist, auf ihn. Und dass wir wissen dürfen, dass unser Gebet bewegt. Und Paulus bittet es hier auch, oder hat es vorher in den Versen gesagt, dass er sagt, ey, bittet dafür, dass irgendwie diese Botschaft, die wir haben, diese Botschaft, das Evangelium, raus in die Welt kommt und auf offene Türen tritt. Und wir sind berufen, in Verbindung zu leben mit dem, der das alles hier geschaffen hat. Aber wir sind auch dazu berufen, in Verbindung mit anderen Menschen als Verbinder auf dieser Welt zu leben. Wir haben diesen Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, wo er uns sagt, wo er uns ermutigt, seid Zeuge von dem, was ich getan habe. Seid Zeuge von dem, was ich in deinem Leben getan habe. Und ich habe euch mal dieses Bild mitgebracht, bei dem nächsten sieht man das vielleicht noch mal ein bisschen besser. Weiß einer rein zufällig, was das ist? Schwierig. Ja, ich bin ehrlich, ich hätte es auch nicht gewusst, aber das Bild war Gott sei Dank benannt. Das ist die Tower Bridge in London. Und ich finde, dieses Bild von der Brücke, das passt eigentlich. So, weil was macht eine Brücke, die verbindet zwei Sachen, die irgendwie miteinander getrennt sind. Der Duden beschreibt eine Brücke so, als ein Bauwerk, das über ein natürliches oder künstliches Hindernis führt. Und wenn wir uns heutzutage das anschauen, dann ist das genau unsere Aufgabe, dass wir eigentlich dazu berufen sind, Brücken zu bauen. Auf der einen Seite ist Gott und irgendwo auf der anderen Seite steht der Mensch. Und was dazwischen ist, ist ein ganz tiefer Graben. Und davon rede ich jetzt nicht von Schuld, von Scham, sondern wovon ich rede, sind ganz viele Dinge, die Leute mit Religion verbinden. Die Leute sogar mit dem Christentum verbinden. Da sind Vorurteile, da sind vielleicht Erlebnisse, die sie gehabt haben, negative Erlebnisse. Wo sie merken, oh, Christentum hat irgendwas mit Enge zu tun. Da komme ich in eine Kirche rein, die kalt ist, die alt ist und irgendwie darf ich gar nicht so sein, wie ich bin. Oder sie haben ein bestimmtes Bild von Christen, dass die keinen Spaß haben dürfen. Und egal was ist, der Mensch steht auf der einen Seite und Gott auf der anderen. Und was ganz tief ist, ist dieser Graben. Diese Distanz. Und wir sind dazu aufgerufen, ein Stück weit Brücken zu bauen, Verbinder zu sein, dass wir eben als diese Verbinder halt leben. Und dazu lese ich uns nochmal den gesamten Abschnitt vor, diese letzten paar Verse, mit denen wir uns jetzt die letzten Wochen eigentlich behandelt haben, beschäftigt haben. Wenn du deine Bibel mit hast, schlag sie gerne auf, auch in deinem Handy. Und für all diejenigen, die vielleicht heute aus Versehen vergessen haben, lese ich es einfach mal vor. Und ich lese ab Vers 2. Da schreibt Paulus an die Kolosser: Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen
und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Faltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Falls du deine Bibel mit hast und das mitgelesen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Vers 5 vielleicht gravierend abweicht von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen. Luther beschreibt das so, diesen zweiten Teil, oder übersetzt das so mit: kauft eure Zeit aus. Andere übersetzen sagen, die Zeit, die euch zur Verfügung steht, nutzt die weise. Und noch eine andere Übersetzung, die ich gefunden habe, die sagt Folgendes: im Blick auf die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Bei Übersetzungen ist ja immer so die Herausforderung, diesen Kern von diesem Urtext zu treffen. Und ich finde, was die Neue Genfer Übersetzung, diesen Text, den wir gerade gelesen haben, den ich gerade gelesen habe, macht, das finde ich nämlich, trifft genau das, was Paulus, glaube ich, erzählen wollte. Weil die große Herausforderung bei diesem Text ist dieser eine kleine Begriff Zeit. Was wir haben, ist meistens keine Zeit. Was die Griechen damals hatten, ist, dass sie zwei unterschiedliche Begriffe für Zeit hatten. Da ist einmal Chronos und da ist der Kairos. Vielleicht hast du schon mal gehört. In der griechischen Mythologie ist es so, Chronos ist der Vater von Zeus und Kairos ist der jüngste Sohn. Und die beiden, also Chronos und Kairos, die teilen sich so ein bisschen diese ganze Weltgeschichte. Und Chronos ist dieser Zeitverlauf, den du erlebst. Das sind Dinge wie Morgenroutine, aufstehen, arbeiten, sich darüber aufregen, dass die Arbeit anstrengend ist, dann hoffen, dass irgendwie der Feierabend kommt und dann geht das durch bis Sonntag. Und Chronos ist das, was eigentlich die ganze Zeit durchläuft. Das ist die Chronologie der Zeit, das ist die Beständigkeit, da gibt es keine Abweichungen. Das ist das, was eigentlich unser Alltag ist und die ganze Zeit weiterläuft. Der Kairos, das ist das, was dein Leben besonders macht. Das sind diese Augenblicke, die das Leben kostbar machen. Das sind diese Highlights, wo wir auf einmal kosten dürfen, dass Leben noch viel, viel mehr ist, als irgendwie, was unser Alltag bietet. Chronos ist der Zeitpunkt, ist dieser eine Moment, wo wir, Kairos, ihr passt auf, das ist super. Kairos ist dieser eine Moment, der so kostbar ist und eigentlich, wo wir dieses Leben intensiv spüren. Und wenn du Kinder hast oder gehabt hast, die leben irgendwie permanent in diesem Kairos, weil alles toll ist. Eis, Insekten, Blumen, Ferien, die wir ja gerade haben. Und vor allem bei mir war es immer wieder Weihnachten. Also Weihnachten war immer so dieser Kairos, wo ich wusste, okay, jetzt bekomme ich was. Und wir als Erwachsene, wir haben die Fähigkeit verlernt vielleicht, diese Momente wahrzunehmen. Diesen Kairos wahrzunehmen, weil wir eben ganz viele Sachen kennen. Wir wissen, wie das Meer aussieht. Wir wissen es, wie das ist, in den Urlaub zu fahren. Aber auch für uns Erwachsene gibt es das vielleicht. Momente, wo du mit deiner Frau, mit deinem Mann, vielleicht auch einfach nur mit einem guten Freund zusammen bist und du in Erinnerung schwelgst und merkst, was hier gerade passiert. Das ist was ganz Kostbares, das ist was ganz Besonderes und irgendwie ist das heilig. Was hier gerade passiert, das ist irgendwie gerade Leben in Reinkultur. Und Kairos ist dieser Moment, den wir immer wieder zum Leben und auch zum Überleben brauchen. Und das ist aber auch der Moment, den Gott nutzt, um zu unseren Herzen zu reden. Das ist dieser Moment, den wir brauchen, um rausgerissen zu werden aus unserem Leben, rausgerissen zu werden aus dieser chronologischen Zeit und auf einmal mitzukriegen, dass hier was ganz Besonderes passiert. Und das Neue Testament ist eigentlich voll von diesen Geschichten, wo Leute Jesus begegnen und dieser Kairos-Moment da ist. Und oftmals wird der echt verkürzt dargestellt. Jesus sagt nämlich vier Sachen: komm, folge und folge mir nach. Wow.
Was für ein Moment. Wir sehen das bei Johannes und Petrus, wo Jesus an diesem Ufer des Sees entlang geht und er fordert sie auf. Und wir lesen aber im Lukas 5, dass da noch viel, viel mehr hintersteckt, dass Jesus diesen Moment vorbereitet hat, dass Johannes und Petrus auf diese Aufforderung positiv reagieren können. Und wir können von Paulus lesen, der diesen Brief geschrieben hat, dass er diesen Kairos-Moment vor Damaskus hatte. Und das ist ein Moment, der haut ihn buchstäblich aus den Socken, eigentlich vom Pferd runter. Und in diesem Kairos-Moment erlebt er auf einmal Jesus und diese Stimme, die zu ihm spricht. Dann ist er 3 Tage blind, ist in Damaskus und dann kommt der nächste Kairos-Moment, als Hananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt und auf einmal nicht nur seine Augen aufgehen, sondern auch sein Herz aufgeht, wo er erkennen kann, was er gerade gemacht hat. Und dieser Kairos-Moment bei Paulus, der verändert alles. Er wird von dem Feind zum Freund. Und Gott möchte durch Jesus immer wieder, und das sehen wir im Neuen Testament, diese Kairos-Momente vorbereiten. Und wir schauen uns das mal ganz kurz an 3 Beispielen an. Das erste steht in Johannes 4, ist die Frau am Brunnen. Also die Frau steht hier auf dieser Seite, wenn wir bei dem Brückenbild bleiben, steht auf dieser Seite und die ist Samariterin. Und Jesus steht auf der anderen Seite und ist Sohn Gottes, ist Messias. Und was die beiden trennt, ist einmal ihre Herkunft. Weil die Juden konnten nicht mit den Samaritern. Und umgekehrt genauso. In dieser Geschichte von den beiden haben sie sich irgendwann auseinanderentwickelt. Und Jesus steht da an diesem Brunnen in der Mittagssitze. Und was er macht, ist das Nächste, was eigentlich gar nicht passieren darf. Denn er redet als Jude, als jüdischer Mann, redet er die Frau an. Und was er macht, ist, er baut diesen ersten, oder er macht diesen ersten Schritt. Er fängt an, diese Brücke zu bauen. Und er fragt diese Frau, kannst du mir auch Wasser schöpfen? Und dann fangen die beiden ein Gespräch an, wo Jesus irgendwann relativ komische Sachen sagt, nämlich, wo er der Frau sagt, ey, wenn du wüsstest, mit wem du gerade sprichst, dann würdest du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und dieser Moment wird weitergebaut und irgendwann sagt er, ich habe das Wasser, was dich nie wieder durstig machen lässt. Und die ist natürlich, ey, nie wieder in der Mittagssitze irgendwie zum Brunnen zu gehen und Wasser zu holen. Und sie sagt, Herr, gib mir das Wasser. Und das ist der Moment, wo alles aufgebaut ist bis zu diesem Kairos-Moment. Weil was Jesus sagt, ist, ey, wenn du dieses Wasser haben willst, dann komm und hole deinen Mann und du wirst es kriegen. Und wenn du die Geschichte kennst, dann sagt die Frau, ey, ich habe keinen Mann. Und auf einmal sagt Jesus, ja, du hast recht gehabt, du hast 5 Männer gehabt und mit keinem warst du zusammen und das ist auch jetzt nicht gerade dein Ehemann. Und was hier passiert ist, dass diese Frau auf einmal Jesus erkennt als den Propheten, dann kommen sie darauf, dass er, auf dieses Thema Messias kommen sie zu reden und dann nachher gibt sich Jesus ihr zu erkennen. Und dieser Kairos-Moment verändert ihr ganzes Leben. Sie fängt an, in die Stadt zu laufen und erzählt es allen. Das zweite ist die Geschichte von Zachäus, steht in Lukas 19. Und wahrscheinlich kennst du die auch, Zachäus ist ein echt kleiner Mann. Also die Leute waren schon damals nicht groß und wenn die Bibel das betont, muss er wirklich relativ dolle klein gewesen sein. Und er war einer, den keiner mochte. Das ist wahrscheinlich wie so ein kleiner Kampfdackel, Kampfzwerg, die sich immer so in die Waden verbeißen, die keiner mag, weil die einfach laut und nervig sind. Und genauso haben wahrscheinlich die Juden über Zachäus gedacht, weil Zachäus war Zöllner und das ist eigentlich eher so, ja, wenn dir jemand an dein Liebstes, an dein Geld will, dann magst du den halt nicht. Und Zachäus hat so eine ganz tiefe Sehnsucht, er hat gehört, dass Jesus in die Stadt kommt und weil er halt so klein ist und die Leute ihn nicht mögen, lassen die den auch nicht vorne an die Straße. Und was er macht ist, er geht auf den Baum. Und auch hier bereitet Gott durch Jesus diesen Kairos-Moment vor. Denn was passiert ist, Jesus geht diese Straße entlang und er blickt in diesen Baum und wir können das lesen, er sieht Zachäus an. Er sieht ihn an und geht diesen Schritt auf ihn zu und sagt, und er spricht ihn an und sagt, okay Zachäus, ich möchte heute in dein Haus kommen. Ich möchte heute bei dir essen. Und dieser Kairos-Moment nachher, als Jesus dann bei ihm ist, das verändert auch alles. Er sagt, okay, ich will die Hälfte von meinem Geld, will ich den Arm geben und wo ich Leute betrogen habe, da will ich das einfach auch zurückgeben.
Und die dritte Geschichte, die will ich uns ganz kurz vorlesen, die steht in Markus 11. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die ich gerne überlesen habe, aber die ich persönlich eigentlich so berührend finde. Und das steht in Markus 8, ab Vers 22. Und da steht, sie kamen, also Jesus und seine Jünger, sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Und Jesus nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen und sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm nochmal die Hände auf die Augen, nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht hin zu den Ort und zu den Leuten, sprach Jesus, sondern geh nach Hause. Ich finde die Geschichte deshalb so berührend, weil da ist jemand, der blind ist, der komplett abhängig ist. Da gab es noch nicht irgendwie einen Blindenstock oder so. Der Blinde war davon abhängig, dass Leute ihn bei der Hand genommen haben. Und ich finde das so genial, dass Jesus diesen Blinden an die Hand nimmt. Und er geht raus aus diesem Dorf, weg von diesem Trubel. Und was ich mich frage ist, worüber haben die sich wahrscheinlich unterhalten? Diesen Weg von diesem Trubel, was will der Blinde wohl gedacht haben? Und ich glaube, dass Jesus da nicht schweigend gelaufen ist, sondern dass Jesus wahrscheinlich Beziehung gebaut hat. Dass er Fragen gestellt hat, bis sie nachher schlussendlich zu diesem Punkt kommen, wo Jesus nachher ihn heilt und wo das ein ganz intimer Moment ist, was nur zwischen dem Blinden und Jesus passiert. Gott bereitet durch Jesus immer wieder diese Kairos-Momente vor und Jesus ist der, der das Verbindersein lebt, weil er selber der Verbinder ist. Auf der einen Seite steht der Mensch und was ihn trennt, ist diese Scham, wie bei der Frau am Brunnen. Auf der anderen Seite steht der Mensch und der ist irgendwie voll von Schuld. Und das trennt ihn von Gott. Da ist er Außenseiter, genau wie bei den Blinden. Und irgendwie sind da diese Dinge, die trennen. Und Jesus baut eine Brücke. Und wie macht er das? Ganz einfach. Indem er Beziehungen zu den Leuten aufbaut. Er baut Brücken, indem er sich Zeit nimmt für die Leute, Zeit nimmt für die Nöte, die dahinter stecken. Dass er die Person, die gerade vor ihm steht, so annimmt, wie sie ist, ohne diesen Drang zu haben, diese zu verändern. Und er nimmt sich Zeit, ist geduldig. Auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nimmt er sich trotzdem Zeit. Und was hier passiert ist, Jesus baut ehrliche, wahre Beziehungen auf, wo der andere Mensch zählt. Jesus baut Beziehungen auf, die auf diesen anderen ausgerichtet sind. Und ich glaube, das braucht es heute auch. Dass wir anfangen, ehrliche, echte Beziehungen aufzubauen. Ich habe am Anfang erzählt, Leute haben ein bestimmtes Bild vom Glauben, haben ein bestimmtes Bild vom Christsein. Und das kann oftmals extrem negativ sein. Weil sie vielleicht Sachen erlebt haben, weil sie aber auch die Dinge hören, die einfach in der Kirche passieren. Die ganzen Skandale. Und was es braucht, ist eine Person, mit der sie in Beziehung treten können. Und wo der Mensch kein Missionsobjekt ist. Wir sagen immer, wir wollen Gemeindewachstum und ich finde, das ist ein gutes Anliegen. Aber warum wollen wir das? Wollen wir das deshalb, damit unser Gottesdienst hier voll ist? Weil es sich irgendwie toll anfühlt, wenn hier 250 Leute sitzen? Oder wollen wir das für den anderen, weil der andere so wertvoll ist, so kostbar ist und weil wir uns eigentlich vom Herzen wünschen, dass er das erlebt, was wir mit Jesus erlebt haben? Ich glaube, keiner von uns möchte ein Objekt sein. Und was passiert durch Jesus ist nämlich, dass er uns zeigt, dass er dich liebt.
In der Bibel steht, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um eben diesen Graben zwischen uns und Gott zu schließen. Und was wir da sehen können, ist, dass Jesus diesen Menschen niemals ablehnt. Das ist das Evangelium, wo Jesus zwar sagt, ey, ich sehe, dass da Schuld in deinem Leben ist. Ich sehe, dass das irgendwie deine Seele, dein Leben irgendwie so kompromittiert hat. Aber was ich dahinter sehe, ist ein ganz tiefer, tiefer Wert. Was ich in dir sehe, das ist vielleicht nicht mal das, was du selber sehen kannst. Und was Jesus uns gezeigt hat, ist, dass die Liebe des Vaters zu uns so unendlich groß ist, dass er seinen Sohn gab, dass er uns diese Liebe gezeigt hat. Wir lesen es auch in der Bibel. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Ey, Jesus liebt dich, weil du kostbar bist, weil du in seinen Augen so besonders bist und weil er eine tiefe, tiefe Sehnsucht hat nach dir. Und so wie er dich sieht und über dich denkt, so sieht er auch die Leute, die da draußen sind. Wie Paulus es hier schreibt, die außerhalb der Gemeinde sind. Und diese Liebe, die können wir sehen. In seinem Umgang mit den Leuten. Wir sehen, dass er Sündern nachgeht. Wir sehen, dass er Leuten vergibt. Und wir sehen, dass er gegen die Pharisäer, gegen das jüdische Establishment vorgeht, weil sie nicht Brücken bauen, sondern Mauern aufrichten. Weil sie an der Brücke stehen und zu Leuten sagen, ey, so wie du bist, kommst du nicht rein. Ich bin heilig, ich komme da rein, aber so wie du bist, so kommst du nicht rein. Und ich frage dich, was bauen wir? Eine ganz ehrliche Frage. Was bauen du und ich? Sind wir Brückenbauer, sind wir Verbinder oder sind wir Maurer, die Brücken hochziehen? Da, wo wir mit Menschen in einer echten, wahren Beziehung leben, da fängt es an, dass eine Verbindung entsteht. Da entsteht Freundschaft, da entsteht Vertrautheit. Und der Mensch an sich ist kostbar für Jesus. Und wir können das sehen im Neuen Testament, wir können das auch sehen im Alten Testament. Und wir sehen es auch in seinem Umgang. Er wirbt um die Menschen, der geht denen nach. Und was er macht, er vergibt denen. Bestimmt kennst du die Geschichte von der Ehebrecherin. Wenn du sie nachlesen willst, Johannes 8. Da bringen bibeltreue Juden eine Ehebrecherin zu Jesus, die sie gerade im Flagranti erwischt haben. Und das Alte Testament, das Gesetz des Mose, gibt an, dass diese Person gesteinigt wird. Und was macht Jesus? Er fordert die Leute heraus und sagt, ey, wer unter euch ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein werfen. Und dann fängt er an, auf diesem Boden zu schreiben. Wenn ich im Himmel bin, dann frage ich ihn, ey, was hast du da hingeschrieben? Aber das ist auch wieder dieser Kairos-Moment, weil was hier passiert ist, die Leute, die ringsherum stehen, die merken auf einmal, ich habe auch Schuld in meinem Leben. Das ist nicht nur diese eine Person, die gerade da vorne steht. Und was passiert ist, dass die Leute einer nach dem anderen gehen. Nur eine Person bleibt. Und das ist diese Ehebrecherin. Und als alle weg sind, richtet Jesus den Blick auf, schaut diese Frau an und fragt sie, wo sind die Leute, die dich verurteilen? Und sie sagt zu ihm, Herr, sie sind alle weg. Johannes 18, wunderschöner Satz, den Jesus sagt. Also verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige in Fort nicht mehr. Sind wir bereit, Brücken zu bauen? Sind wir bereit, den extra Schritt, die extra Meile zu gehen? Sind wir bereit dazu, den Menschen auch stehen zu lassen, so wie er ist? Dass wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Dass wir anerkennen, dass der andere vielleicht komische Gedanken hat, aber wir gar nicht so unterschiedlich sind. Sind wir bereit dazu, diese Verbindung aufzunehmen?
Und Paulus beschreibt es hier oder schreibt den Kolossern, wie dieser Umgang auszusehen hat. Er sagt, okay, dieser Kairos-Moment, wenn ihr den irgendwie merkt, seid erstmal achtsam und nutzt den aus, aber vor allen Dingen baut Beziehung, indem ihr immer freundlich seid. Jeder schafft es, mal freundlich zu sein. Kriege ich auch manchmal gut hin. Aber er sagt, ey, probiert wirklich immer freundlich zu sein. Weil was dahinter steckt, ist nämlich genau das, dass Jesus sagt, ich habe ein Verlangen, ich habe eine Sehnsucht, ich habe einen Wunsch, ich habe eine Liebe nach diesem Menschen, der da draußen ist. Und das fordert uns heraus, weil manchmal unsere eigenen Gefühle ganz anders zu diesen Menschen sind. Aber da hilft Fürbitte, was wir gehört haben. Und er sagt aber auch, euer Reden lasst es gewürzt sein mit dem Salz der Weisheit. Ich weiß nicht, ob du gut im Würzen bist. Ich nicht. Kannst du meine Frau fragen? Ich krieg's nicht hin. Tatsächlich kriege ich's echt selten hin. Und ich habe so eine These, ich glaube, wir als Christen haben genau das Problem. Entweder ist es zu viel Salz oder gar keins. Beides hat eine Folge. Wenn du gar keins nimmst, dann wird das Essen fade. Und wenn wir mit Leuten in Beziehung treten und die uns kennenlernen, da Vertrauen da ist, dann werden die irgendwann mitkriegen, dass du Christ bist und dann werden sie irgendwann diese Frage in sich stellen, okay, wo gibt es diese Auswirkungen in seinem Leben? Und wenn wir dieses Salz der Weisheit nicht haben, wenn wir da stückweise hier und da von unserem Leben erzählen, dann wird er denken, ja, der lebt genauso wie ich auch. So. Völlig egal. Auf der anderen Seite ist das zu viel. Also so versalzenes Essen, das ist eher so mein Ding, ganz schlimm. Also das ist wirklich ungenießbar. Und ich glaube, wir haben diese Herausforderung gegen genau auch eben von dem gar nicht bis hin zu diesem zu viel, dass du eigentlich dem anderen komplett dieses ganzen, ja, mit der christlichen Keule kommst und ihn einfach über den Kopf ziehst. Und was da passiert ist, dass der andere sich in die Enge getrieben fühlt. Was da im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass er sich abgelehnt fühlt und denkt, dass er so nicht sein darf. Und das ist eine Herausforderung, damit gut umzugehen. Du und ich, wir sind das Aushängeschild von Jesus. Wir sind das Schaufenster. Was Leute zuerst sehen, bevor sie Gott treffen, das bist du. Und was sie sehen werden, das ist dein Umgang mit ihnen. Was sie sehen werden, ist, ob das, was du sagst, gleichbedeutend ist mit dem, was du tust. Und sie werden beobachten, ob dein Leben mit Jesus eine Auswirkung hat. Wie du an Dinge rangehst, wie du über andere redest und ob er tief verwurzelt ist in dir. Lea und ich, wir haben Freunde, das ist jetzt nicht großartig, wunderlich. Wir haben Freunde, die wir, und das kann ich wirklich sagen, aus tiefstem Herzen lieb haben. Wir feiern es einfach, mit denen Zeit zu verbringen. Wir genießen das. Das ist wirklich so eine Tankstelle für uns beide. Und die beiden wissen nichts von Jesus. Und ich glaube, letzte Woche war das, dass wir Zeit mit denen hatten. Und ich bete für die immer, ich habe meinen Fürbitte-Freitag und da bete ich für die. Und auf einmal merke ich, dass da was passiert, dass die eine Person sich anfängt zu öffnen. Und wenn sie mir erzählt, ey, so und so bin ich gepolt, das und das sind meine Gedanken, das und das ist das, was bei mir abgeht. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist gerade der Moment, wo ich würzen soll. Zu viel oder zu wenig? Und ich habe gesagt, ey Jesus, ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Bitte hilf mir. Und dann durfte ich Zeugnis geben. Dann durfte ich einfach erzählen, was ich erlebt habe, wo ich Heilung erlebt habe, was Jesus für mich ist, ohne irgendwie den anderen zu überzeugen, dass er diesen Schritt auch gehen muss. Und was ich erlebt habe, ist, dass auf einmal sie vor mir saß und ich gemerkt habe, okay, hier ist gerade ein Kairos-Moment. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass da gerade was passiert ist. Und dann war er vorbei. Und dann habe ich alles wieder in Frage gestellt.
War es zu viel? War es zu wenig? Und vor ein paar Tagen hat Lea zu mir gesagt, ey, weißt du was? Du warst nochmal da. Genau. Lea war nochmal da. Und die beiden haben miteinander geredet. Und scheinbar war das wirklich ein Kairos-Moment. Weil sie irgendwie gesagt hat, ey, diesen Jesus, von dem ich erzählt habe, den hätte sie auch gerne so ein bisschen in ihrem Leben. Da, wo wir Beziehungen bauen, fangen Leute uns an zu vertrauen. Auf deinem Arbeitsplatz kannst du Beziehungen bauen, in deiner Nachbarschaft kannst du Beziehungen bauen. Und wir müssen gar nicht diesen Missionsdruck haben, sondern es geht darum, dass wir den anderen lieben, kennenlernen, so wie er ist. Und dass wir ja, Anteil haben dürfen an seinem Leben. Es gibt eine Studie von zwei Autoren aus Amerika, die haben unter Studenten, die einen nicht-christlichen Hintergrund haben, haben die eine folgende Studie durchgeführt und gefragt, okay, was habt ihr gebraucht oder was waren Schlüsselmomente, damit ihr zum Glauben kommen konntet? Und womit haben sie angefangen? Dass sie einen Jesus-Nachfolger treffen, den sie vertrauen konnten. Das ist der erste Schritt gewesen. Dass sie einen Jesus-Nachfolger treffen, einen Christen treffen, den sie vertrauen konnten. Und der zweite Schritt war, dass sie durch ihn neugierig geworden sind. Dass sie das beobachtet haben, was er erzählt, und dass sie das beobachtet haben, dass das eine Auswirkung hat in seinem Leben und dass sie neugierig geworden sind. Und der dritte Schritt, das ist dieser Kairos-Moment, dass sie offen sind für Veränderung. Und das ist das, was Paulus hier die Kolosser gebeten hat, wofür die bitten sollen, nämlich genau das, dass Herzen offen sind, dass da Offenheit für Veränderung ist. Und der vierte Schritt ist dann, dass man anfängt, Gott aktiv zu suchen, bis nachher Gott hingegeben sein. Leben wir als Verbinder? Leben wir Beziehung? Und sind wir bereit, die Schritte nachher mitzugehen? Wenn Leute anfangen, auf diese Brücke zu gehen, dann wird das erstmal echt komisch sein. Dann wackelt alles. Dann sind viele Fragen. Dann sind vielleicht auch viele Anklagen. Und als Verbinder sind wir gleichzeitig auch Begleiter. Wir hier füreinander, aber auch für die Leute, die draußen sind. Zum Schluss will ich dir eine Sache mitgeben. Oder ich stelle dir eine Frage. Was glaubst du, ist die Kerneigenschaft eines Verbinders? Das höre ich schon so ein kleines Genuschel. Ist gut, es arbeitet. Empathie, genau. Und Empathie passiert dadurch, indem wir mit Gott in Verbindung sind. Weil seine Empathie zu den Leuten, die ist grenzenlos. Die Kerneigenschaft eines Verbinders ist, selber in Verbindung zu sein. Selber in dieser Verbindung zu stehen, selber in dieser Verbindung zu leben. Und dann können wir Wegweiser werden. Dann dürfen wir Wegweiser werden. Dann dürfen wir darauf hinweisen, was wir erlebt haben. Und zum Schluss gebe ich dir nur eine Frage mit. Was ist Gott für dich? Was ist der Glaube für dich? Was ist Jesus für dich? Nimm dir diese Frage einfach mal mit. Vielleicht kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, Kronos hat zugeschlagen. Jesus ist irgendwie nur Routinebeziehung. Jesus liebt dich. Und er hat Lust, dass du weiter über diese Brücke gehst. Lass dich von diesen Gedanken, wenn die kommen, nicht fertig machen. Vielleicht merkst du auch, ich bin eigentlich noch gar nicht über diese Brücke ansatzweise rübergegangen. Dann will ich dir Mut machen, such dir einen Begleiter, such dir vielleicht einen Verbinder, probier diesen ersten Schritt zu gehen. Und vielleicht merkst du aber auch, wie ganz tief in dir der Heilige Geist explodiert und sagt, Jesus ist alles für mich. Wenn Jesus alles für dich ist, dann nimm diese Freude mit und erzähl freimütig davon. Prise, nicht zu viel, aber hab Vertrauen, dass Gott dir Weisheit schenken wird.
Wir werden jetzt noch zusammen ein Lied singen. Ihr könnt beide schon mal nach vorne kommen. Und ich finde das immer wieder unbeschreiblich, wie sehr uns Gott mit hineinnimmt in seinen Heilsplan. Dass wir wirklich seine Aushängeschilde sein dürfen, dass wir Verbindung leben dürfen, die er durchdringt, wo wir nachher seine Werkzeuge sein dürfen. Und ich will dir Mut machen, dass wir zusammen ein Leben in Verbindung als Verbinder leben. Dass wir Brücken bauen, anstatt sie einzureißen. Dass wir Beziehungen bauen, anstatt Menschen zu verurteilen. Dass wir das leben, was wir glauben und wovon wir erzählen. Amen.